So wurden zum Beispiel im letzten Jahr allein im Großraum München wieder knapp 100 Amateurfunkprüfungen abgenommen. Darunter sind viele Studenten, die man kaum auf Kurzwelle in ferne Länder funken hört, sondern die diese Kenntnisse und die Möglichkeit, Funksignale zu senden, für ganz andere Zwecke einsetzen. Das vielbeschworene Internet der Dinge kommt ohne Funksignale nicht aus. Niemand will zu jedem dieser Geräte eine Strippe ziehen und klassisches WLAN für batteriebetriebene Geräte viel zu energiehungrig. Hier wird noch viel experimentiert und gebaut. Auch ist die von jungen Amateuren entwickelte digitale Übertragung natürlich auch längst im Amateurfunkweitverkehr angekommen und so senden Amateure sich gegenseitig digitale Botschaften zu. Solche Technik wird zum Beispiel dann auch verwendet, wenn es darum geht, Botschaften zum Beispiel stärken Nachrichten überhaupt nicht empfangen zu können. Ja, und auch Satelliten werden schon von Amateuren gebaut und betrieben. Unter anderem von Studenten an der Technischen Universität München, die derzeit einen solchen Satelliten bauen und dafür letztes Jahr extra eine Amateurfunkprüfung abgelegt haben, damit sie mit diesen Satelliten dann auch kommunizieren können. Nach wie vor eines der spannendsten Hobbys überhaupt, mit unzähligen Möglichkeiten. Ich als Chefredakteur dieser Sendung lade alle Hörerinnen und Hörer ein, an dieser Faszination teilzuhaben und, soweit es geschehen, auch Funkamateur zu werden. Es lohnt sich, es wird bestimmt viel abheilen. Viel Spaß mit unserer weiteren Sendung. Ihr Rainer Englert, der die moderne Technik, wollen wir einmal mit einem Astronauten in der Raumstation sprechen, über den Mond und über Satellitenfunken, weltweite Freundschaften über alle Kontinente hinweglegen. Das alles ist technische Realität für die weltumspannende Gemeinschaft der 2 Millionen Funkamateure. Steigen Sie ein in die faszinierende Welt der Funkamateure. Kontaktieren Sie einen der bundesweit 1000 Ortsverbände des Deutschen Amateur Radio Club e.V. für mehr Informationen. Dann könnten auch Sie bald zu den Menschen gehören, die das Hobby der Funkamateure hier haben. DARC. Alle Informationen zu den Funkamateuren. DARC. Funkamateurausbildung. DARC. Vorbereitung auf die Lizenzprüfung. DARC. Jugendarbeit und Spaß an der Elektronik. Kontaktieren Sie den Deutschen Amateur Radio Club e.V. E-Mail darc@darc.de. Nochmal darc@darc.de.